Guten Morgen. So, wir waren heute Morgen jetzt bei Chick-fil-A. Wir haben jetzt, wie gesagt, gestern angekündigt, unsere private Stadttour so ein bisschen. Kontrapunkt, mein vorderer Reifen hat schon ein bisschen Luft über Nacht verloren, also könnte es sein, dass der doch nicht ganz gestopft ist. Also, willkommen zu unserer USA-Reise, wo wir von Virginia nach Florida runterfahren und wir sind gerade in Savannah, Georgia. Diese Brick-Häuser sind anscheinend sehr typisch für diese Gegend. Also wir haben jetzt unsere Privatstadtführung, das habe ich ja schon gesagt. Und diese Squares hier sind recht typisch. Da wurden einfach Häuser rausgenommen, um so eine Art Kreisverkehr zu machen. Nur halt ohne den Kreis, sondern im Viereck. Wie gesagt, hat so ein bisschen was Europäisches. Ganz schön. Ich habe einen orangenen Löwen. Also hier ist anscheinend mal eine Frau durchgefahren mit dem Auto direkt da rein, hat es zerstört. Und das hier ist die Savannah Cotton Exchange, also Baumwollhandelsplatz quasi. Auch mit Freimaurern haben irgendwas zu tun. Und wenn man dann hier durchfilmt, kann man die güldene Kuppel sehen. Ich hoffe, das kommt irgendwie raus von irgendeinem, ich sag mal, einfach Gemeindehaus, sag ich jetzt einfach mal. Was ist das für ein Gebäude, Torben? Senator. Senatorengebäude. Senatorengebäude. The Naked Dog. Da kommt das Empire her. Was? The Naked Dog? Ja, ein Food Truck. So, jetzt sind wir tatsächlich auf dieser Gratis-Fähre und fahren ans andere Ufer mal hin. Wir sind wieder zurück. Und hier ist einfach ein Weihnachtsmarkt. Und hier gibt es anscheinend auch deutsches Essen. Und das jetzt ist hier so ein bisschen in der Downtown-Gegend, wo so ein paar schöne Geschäfte eigentlich sind und ein Weihnachtsmarkt. Hier ist übrigens das Savannah College of Art and Design. Und guckt euch einfach mal an, wie schön dieses ganze Gebäude designt ist. Geil. Wir benutzen die Toilette. So, willkommen zu unserem Whole Foods Hall. Der Baum legt sie einfach auf den Boden, okay. Wir haben hier so einmal mismatched Dinger, die sind sogar billiger als Oreos. Dann die Cliff Bars, Proteine, Rosinen, Sour Cream, Onion, Chips. Und eine Rechnung. Zwei. Und damit würde ich sagen, war auch ein guter Tag. Gucken wir mal, was morgen passiert. Ich verabschiede mich einfach schon mal und sage, stay frosty.